Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Udo Kremer und ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu einem weiteren DWS Online-Seminar zum Thema Jahresabschluss Teil 2. In diesem Jahresabschlussseminar werde ich die Themen aufgreifen: handels- und steuerrechtliche Bewertung von Rückstellungen und vor allen Dingen darauf hinweisen, dass zwischen Handels- und Steuerbilanz bei der Bewertung von Rückstellungen viele Besonderheiten zu beachten sind. Und des Weiteren werde ich auch eingehen auf ausgesuchte Neuerungen zum Jahresabschluss hinsichtlich anschaffungsnahen Herstellungskosten bei Gebäuden, wo es um die Abgrenzung von Erhaltungsaufwand zu nachträglichen Anschaffungskosten bei Gebäuden geht. Ich werde eingehen auf das neue BMF-Schreiben zum häuslichen Arbeitszimmer, ein paar Worte verlieren zum Investitionsabzugsbetrag, wo es auch ein BMF-Schreiben von 2017 zu gibt, und abschließend die neuen Grenzen, GWG-Grenzen aufzeigen, die ab 01.01.2018 gelten für geringwertige Wirtschaftsgüter. Würde mich freuen, wenn Sie einschalten. Vielen Dank.